Bevor das Video beginnt, wollte ich euch noch ganz kurz sagen, dass heute sogar zwei Videos online kommen. Und zwar wird um 16 Uhr noch ein The Crew 2 Video kommen. Schaut unbedingt vorbei, würde mich mega, mega freuen. Und jetzt viel Spaß. Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge der Koop-Torwart-Karriere im WM-Modus zusammen mit dem Jan. Hi! Hi! Bei Jan ist das Projekt leider Gottes vorbei. Er ist gegen die Schweiz ausgeschieden. Allerdings konntet ihr in seiner letzten Folge und auch in meiner letzten Folge abstimmen, ob es eine Staffel 2 geben sollte. Nachdem hier auch meine Karriere beendet ist. Wir werden natürlich trotzdem hier in meiner Karriere versuchen, ins Finale zu kommen. Und übrigens, Leute, es kommt jetzt jeden Tag bis zum Beginn von Staffel 2 eine Folge der WM-Torwart-Karriere zusammen mit Jan. Das ist vom Organisatorischen her besser. In der letzten Folge haben wir gegen Russland 4:2 gewonnen. Da hat die Spanien mal richtig ins Zeug gelegt. Das war ein richtig schönes Spiel von Spanien. Ein paar coole Paraden dabei. Wer es noch nicht gesehen hat, rechts oben beim i verlinkt. Ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt direkt rein in das Spiel gegen Frankreich. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass wir ins Halbfinale kommen und dann entweder ins Finale am besten natürlich oder halt ins Spiel um Platz 3. Wäre ich auch damit zufrieden. Mal gucken. So, jetzt hast du einen guten Torwart. Richtig cool. Yeah, das ist ja Spiel auf Augenhöhe. Das wird krass. Ja, jetzt hast du echt Mondanda. Ich dachte, du hast Lloris. Hä? Ist der nicht dabei? Was? Verletzt. Verletzt. Was? Lloris ist verletzt? Das wusste ich gar nicht. Ja, okay, dann hast du man dann da. Ja, aber geht auch, es ist kein schlechter Torwart. So, die Spieler betreten den Platz. Wir hören gleich die Nationalhymnen. Falls euch dieses Projekt gefällt und wie gesagt, falls ihr Staffel 2 sehen wollt, lasst einfach mal eine Bewertung da, würde mich freuen. So Leute, wir spielen gegen Frankreich, das wird jetzt echt, echt schwer, ich bin gespannt, was das wird. Ja, hoffentlich was Gutes. Bitte einfach genauso anfangen wie gegen Russland. So, 3 Tore, direkt. Und da gibt's direkt das 1-gegen-1, hätte er nicht rausgespielt. Aber vielleicht war das alles Taktik und geplant, ja. 1:0, Griezmann. Und ich habe schon wieder so einen komischen Ball bekommen. Das gibt's nicht, das hatte ich letztens doch schon mal irgendwann. Der Torwart, der hat die Arme irgendwie zusammengenommen, obwohl das gar keinen Sinn macht. Er hat sie ja ausgestreckt. Ne? Ach so, okay. Ja, das habe ich nicht gesehen. Weil er sie ausgestreckt hat, hat er den Ball bekommen. 1:0 Frankreich. Ja, er rennt automatisch aus, okay, cool. Aber wir haben den Ball auf jeden Fall bekommen. Oh yes, Frankreich. Ah, jetzt nochmal. Oh, die machen das klasse, aber auch ein guter Torhüter, der da hinten drin ist. Ja, danke, ne? Das macht gar keinen Sinn. Oh, Leute. Da ist er da und dann muss er da sein. Das war echt richtig knapp. Ich habe gerade richtig Angst, dass wir das 2:0 kassieren. Ich will eigentlich das 1:1 machen. Frankreich in der Druckphase und das nach 32 Minuten immer noch. Ich verstehe nicht, dass meine Mannschaft nicht kontern kann. Oh, scheiße. Schon wieder die dritte Parade jetzt. Hintereinander. Ich habe auf Konter gestellt. Und meine Mannschaft kann das nicht irgendwie. Ganz komisch. Kochbuch lesen, FIFA spielen, zuhören, kommentieren. Klappt alles. Ja, eben. Komplettpaket. Dafür einen Daumen nach oben. Können die bitte weggehen? Oh! Ja, den können wir festhalten. Jetzt komm mal nach vorne, komm bitte. Ist da einer? Wahrscheinlich nicht. Doch, doch, da ist einer. Komm, Costa. Ist unglaublich. Frankreich ist nur am Rücken. Und Spanien kriegt nichts auf die Reihe. Mbappé mit der nächsten Chance am Tor vorbei. Halbzeit, Leute. Aber es ist echt ein Wunder, dass ich hier bisher nur ein Tor kassiert habe. Das ist, ja, Spanien hat bisher 0 Schüsse. Und Frankreich, glaube ich, so 8, 9 jetzt mittlerweile. Ja, ist auf jeden Fall ganz geil.
Und es muss sich jetzt irgendwas ändern, weil sonst haben wir hier richtig verkackt. Ja. Aber noch nicht wirklich was, ne? Vielleicht jetzt. Jetzt, komm. Silva lässt sich den Ball da abnehmen. Aber die Chance noch nicht vorbei. Jetzt, ein paar Pässe spielen, ja, natürlich. Dann würde ich nochmal flach legen in die Mitte. Komm, jetzt tatsächlich, leg ihn noch in die Mitte. Ey, die passen so oft jetzt, aber Silva, jawohl, 1:1, 60. Spielminute. Wir leben. 60. Minute, die erste richtige Chance für Spanien und dann ist sie auch drin. Ja. Da haben sie aber mal wieder irgendwie Passstaffetten ausgebracht in dem Spiel. Das stimmt. Also ich glaube, das Spiel gegen Russland war so eine Ausnahme. Ja. Sonst spielen die echt hier 1000 Pässe hin und her, bevor die mal zum Schuss kommen. Aber 1:1, also alles noch möglich. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Aber super reagiert. Ja. Ran. Komm, ich bring den wieder. Asensius, ja. Oh. Kann er halten. Langsam wird Spanien besser. Ja, so ist auch richtig, ne? Hast du auch mal was zu tun bekommen? Ja. Für was bezahle ich dich denn hier? Eine gediegen in meinem Kochbuch rumblättern. Ja. Komm, Asensio gerade eingewechselt. Was für ein Pass. Oh. Man hat es gerade gar nicht gesehen aus der Perspektive. Nee, ich konnte es auch nicht erkennen. Aber der war drüber auf jeden Fall. Ja. Oh. Oh, den haben wir. Ich habe bei jedem Schuss jetzt richtig Angst. Weil es könnte halt das Siegtor sein. Alter. TF. Nein. Oh, nein, Shareplay. Oh nein, Frankreich drückt die ganze Zeit. Ich will jetzt nicht ein Tor kassieren. Das muss jetzt nicht sein. Oh, Alter, habe ich da einen Herzinfarkt bekommen. Aspas kommt auf jeden Fall rein jetzt für Costa die letzten 10 Minuten. Vielleicht kann er das entscheidende Tor machen. Hat in der vorletzten Partie auch richtig gut gespielt. Da ist er, Aspas, ja! Ich hab gedacht, er schießt wieder. Ja! Oh, shit. Damit kann Spanien einen austricksen. Es hat zwar bisher in dem Wettbewerb nur zweimal funktioniert mit ihrem ganzen Hin- und Hergepasse. Aber jetzt zum Beispiel. Sieht immer so kacke aus. Ja, ja, ich weiß, so richtig so als... Er war so voll scheiße. Ja, ich hab locker gedacht, dass er da schießt. Oh, ich weiß. Mann. Ich kenne das. Mir ist das auch passiert, in deiner Folge irgendwann mal, glaube ich sogar. Ah. Ja, Mann, Aspas, der gerade eingewechselt wurde, die Vorlage für Thiago gemacht. 2:1. Wir führen in der 85. Spielminute. Geil. Oh, das könnte vielleicht die Entscheidung sein. Elber. Elfmeter. Ah, muss man das pfeifen? Ich weiß es nicht. Ich meine, es war schon eine 100%ige und er hat ihn ein bisschen... Ja, aber es war auch Körpereinsatz, also so hart war das nicht, finde ich. Ah. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. So hart fand ich das jetzt nicht. Iniesta kann es entscheiden. Iniesta kann es entscheiden. 90. Spielminute ist angebrochen. Oh. Und er macht's! Das wie knapp war nicht. Das? 3:1 Spanien, das ist die Entscheidung. Wir sind im Halbfinale. Wir sind im Halbfinale und können Frankreich raushauen. Das war echt verdammt knapp. Boah, das ist so mies. Du tust mir gerade so leid. Gerade der Fehler, weil du dachtest, er schießt. Jetzt das, was so knapp war. Das ist echt bitter. Aber machst du nichts. Oh mein Gott, der ist komplett alleine durch. Frankreich wollte komplett alles geben. Oh, da kannst du das 4-1 noch verhindern. Und zeigst dir nochmal, dass du ein richtig, richtig guter Torwart bist. Das wissen wir natürlich alle. Richtig, richtig stark gemacht, 1:1 hier gegen Aspas. Aber da war er richtig krass durch, das war auch richtig heftig.
Die waren alle mit vorne. Bayern konnte das ganze Spiel nicht und dann das jetzt. Ey, was ja. ist los? Kein Konter bisher und jetzt kommt das. Oh, den hat er auch nochmal. Und das war's, Leute. Das war's, wenn du den jetzt vorhaust. Sollte das Spiel abgepfiffen werden oder auch eben nicht. Danke, Obama. Jetzt. Ja. Jetzt ist es rum. Ich dachte schon, wir haben wieder so einen Bug. Abpfiff. Das hat gepasst. Das war's von dem Spiel. War auf jeden Fall ein krass, krass Spiel. 3:1 gewonnen. Wir haben das echt, echt gut gemacht. In der 6 Minute in Rückstand geraten und dann noch 3 Tore gemacht. Wir sind weiter, Leute. Wir sind im Halbfinale. Hier steht, dass Vorspeisen, warm oder kalt, werden immer vor dem Hauptgang erreicht. Ja, ach. Geil. Danke. Das weiß ich jetzt auch, dass das davor kommt. Danke. So, Leute, ich bin richtig gespannt, gegen wen wir jetzt spielen. Brasilien oder Belgien. Beide richtig, richtig gut. Und es wird Belgien. Oha, Brasilien ist raus. Mit 2:1 konnte Belgien gewinnen. Deutschland krass. Auch weiter. Nicht spoilern. Nein, doch. Haben wir noch gesehen. Ja, ich weiß. Ich hab's bloß noch nicht gesagt, ja. Auf jeden Fall Deutschland auch weiter, wie du schon gesagt hast. Gegen England mit 3:1 gewonnen. Die spielen gegen Portugal, die wir ja tatsächlich auch in der Gruppe hatten, die gegen uns in der Gruppe mit 3:2 gewonnen haben. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das hier weitergeht. Die haben sich auf jeden Fall auch mit 3:2 gegen Kroatien durchgesetzt. Ja, wie gesagt, jetzt schauen wir mal das Spiel gegen Belgien an. Und je nachdem, eigentlich ist es egal. Wir haben jetzt entweder Finale oder Spiel um Platz 3. Beides ganz cool, dass wir bis ins Halbfinale gekommen sind. Freut mich auf jeden Fall schon mal. Ja, aber ich würde natürlich gerne gegen Deutschland spielen. Egal, ob es jetzt Spiel um Platz 3 oder Finale kommen. Aber gegen Deutschland wäre schon ganz nice, ja. Ansonsten würde ich sagen, schaut auf jeden Fall morgen bei der nächsten Folge der Torwart-Koop-Karriere mit Jan vorbei. Die kommt natürlich auf meinem Kanal, wie gesagt, auf Jans Kanal. Kommt dann bis wahrscheinlich Montag nichts mehr. Montag kommt dann eventuell die zweite Staffel, je nachdem wie ihr abstimmt. Ansonsten würde ich sagen, das war's von diesem Part. Ich hoffe, ihr hat euch gefallen. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.